Wir sind wieder bei Burger King, denn hier gibt's neue Burger, neue Lover-Wochen. Es wird Cheesy und Barbecue mit den Cheesy Barbecue-Lovern. Vier Burger jetzt im Test. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr das gehört. Es ist Cheesy Barbecue Lover Time bei Burger King. Heißt wieder vier neue Burger für mich, für euch sogar fünf neue Burger. Warum fünf? Es gibt immer einen fünften. Das ist der geheime. Nein, das ist kein geheimer Burger. Es gibt immer den Beef, es gibt den Chicken, es gibt den Double Beef, es gibt den Plant Base, also den mit dem veganen Patty und den Double Plant Base. Den Double lasse ich aber immer weg beim Plant Base. Ich mag das Patty vom Geschmack nicht so. Ist ein persönliches Geschmacksempfinden. Kennt ihr aber schon, wenn ihr mir folgt. Ja, und ich teste mit euch natürlich wieder alle vier. Wir testen jetzt hier nicht einzelne Burger nach und nach durch. Wir testen alle vier, damit wir wissen, welcher ist wirklich der beste am Ende. Ja, und es ist an sich eine geile Kombination, oder? Cheesy Barbecue Lover. Wir hatten natürlich schon die Cheesy Lover. Oder da. Ich weiß es nicht, wo es gerade aufploppt. Die hatten wir ja schon. Die fand ich richtig gut, muss ich sagen. Die Cheesy Lover fand ich geil. Das waren so Burger, die waren so richtig schön käsig, schlotzig, saftig. Also es war einfach geil. Dann gab es auch die Barbecue Lover. Da oder da. Ich vergesse jedes Mal, wenn ich die Videos mache, wo das hier aufploppt. Die hatten wir ja auch. Waren auch okay. Ich weiß noch, die Bacon Lover, die waren schlecht. Die waren nicht so mein Ding. Aber hier ist kein Bacon drauf. Denn was ist hier drauf? Ich blende es euch ein. Es ist Cheesy Barbecue Lover. Ich habe jetzt die Beef-Version hier stehen mit extra viel Käse, würziger Barbecue-Soße. Cheddar-Soße nochmal extra. Jalapenos, Zwiebeln, Röstzwiebeln, Salat und natürlich das Patty eurer Wahl. Und auf dem Bun ist auch nochmal Käse. Also das ist schon ein bisschen geil. Hier sind ein paar Sachen gut, glaube ich, kombiniert worden. Sie riechen gut, sie sehen gut aus. Ich möchte unbedingt reinbeißen. Darum kriegt ihr jetzt eine Nahaufnahme und dann probieren wir. Darum, bis gleich. Ja, und hier sind sie jetzt. Hier könnt ihr sie einmal sehen. Ihr seht auf jeden Fall das schöne Käsebun. Es könnte natürlich immer mehr Käse sein, aber es ist wenigstens Käse drauf. Es ist sehr, sehr fluffig, das Bun, muss ich sagen. Das freut mich auch sehr, auch wenn man es drückt. Das hat eine schöne Konsistenz. Da hat man ja vor kurzem beim Mitbewerber ein anderes Problem. Das war knüppelhart, das Brötchen. Ja, und jetzt gucken wir mal rein. Also, wir haben oben Käsesoße, Röstzwiebeln, Salat. Dann kommt die Barbecue-Soße. Wir sehen hier nochmal Zwiebeln. Hier sind auch noch Jalapenos drunter. Die kann ich jetzt gerade bei dem hier, konnte ich sie gerade besser sehen. Dann kommt Beef. Dann kommt Käse kommt auch. Beef. Und unten drunter ist auch nochmal Käsesoße. Also da ist ordentlich drauf. Da ist Soße, Soße, Soße. Bei dem Chicken genauso aufgebaut. Hier könnte man da aber gerade die Jalapenos ein bisschen besser sehen. Da sieht man sie. Also sie sind da. Ja, beim Double kriegt er natürlich noch mehr Käse, weil natürlich Käse drauf liegt. Dann kommt eine Schicht, wo nochmal Käse ist, Beef und unten drunter nochmal Käse. Also der ist ein Käse-Overload. Und hier hinten haben wir noch den Plant. Ja, der ist genauso aufgebaut, hat nur halt das vegane Patty. Ja, das sind sie, die vier Okolyten. Und die probieren wir jetzt. Also ab ins Probieren. Und da seid ihr wieder und habt sie jetzt einmal gesehen. Ja, Frage noch, was kosten die? Die kommt ja öfters mal. Also, der Cheesy Barbecue Lover Normal kostet 6,19 Euro. Der mit Chicken auch 6,19 Euro. Der Plant Base auch 6,19 Euro. Finde ich auch immer cool, dass der Preis immer gleich bleibt. An sich wäre es cool, wenn es sogar günstiger wäre, weil ja kein Tier drin ist. Aber das ist nochmal ein anderes Thema für die Zukunft. Und 7,69 Euro kostet der Double, wegen Doppeltfleisch. Und beim Doppeltfleisch, habt ihr gesehen, ist sogar nochmal extra Käse dabei. Also ist nochmal eine Ladung Käse dabei. Also ihr bekommt hier ordentlich was geboten. Auch unterm Burger ist Soße. Also es ist überall Soße und nicht unten. Weil das finde ich immer auch besonders doof bei Burgern, wenn unten dann keine Soße ist. Weil nur oben bringt mir auch nichts. Finde ich. Könnt ihr ja gerne mal selber aufschreiben, wie ihr das so findet. Ja, und jetzt kennt das bei mir. Ich beiße jetzt in jeden Burger einmal rein. Ihr kriegt immer ein Speed-Up davor und dann sage ich euch immer zwischendrin, wie es schmeckt. Ich habe mich auch schon eingesaut. Ich weiß, ich muss gleich meine ganzen Sachen in die Wäsche tun. Ich habe schon Barbecue-Soße an meinen Klamotten kleben. Die sind sehr, sehr schlotzig und soßig. Darum beiße ich jetzt in die Beef-Version und wir sehen uns gleich wieder. Und da seid ihr wieder, oder ich bin wieder da. Ist immer schön, dass ich immer sage, ihr seid wieder da. Ne? Ihr seht das ja die ganze Zeit. Weil für mich ist das ja anders. Ja, und was soll ich sagen? Simpel, einfach, aber lecker. Kein mega Highlight vom Geschmacklichen, wo ich jetzt sagen würde, boah, Geschmacksexplosion. Es ist einfach lecker. Es ist schlotzig, der Burger hat eine schöne Saftigkeit. Das Bun oben mit Käse, nettes Gimmick.
Es ist aber schön weich, das ist das Geile. Dann hast du diese schöne Käsensoße-Geschmack, du hast diesen leichten Barbecue-Geschmack und sehr gut sind die Jalapenos, die dabei sind. Oder Jalapenos, ich sag mal Jalapenos, scheißegal. Die bringen nochmal diese leichte Schärfe rein, was sonst dieses Pikante, sonst der Bacon gemacht hätte. Bacon hätte es hier aber, glaube ich, nicht so gut gemacht wie die scharfen Jalapenos. Die Zwiebel ist relativ mild, ist aber auch schön vom Geschmack. Röstzwiebeln, ja, brauche ich nicht unbedingt. Ich bin zwar Röstzwiebel-Fan. Ach toll, jetzt haben wir so ein Jalapeno pur in den Mund gesteckt. Naja, so scharf sind die auch nicht. Ja, so scharf sind sie nicht. Die hat doch Kraft. Sind lecker. Ich würde aber sagen, nur 4 von 5 Punkte. Es ist ein leckerer, solider Burger. Ihr macht nichts mit falsch, wenn ihr ihn kauft. Er ist aber jetzt auch nicht das Wow Nonplusultra. Aber geil, trotzdem lecker. Also würde ich mir nochmal holen. Aber ich glaube, der Double Beef ist nochmal geiler. Also hier wird der Double Beef ist nochmal geiler machen, den ich jetzt in den Händen habe, diesen großen Okolyten. Mit einfach diesem zweiten saftigen Patty. Weil das kriegt Burger King, finde ich, sagen auch mal ganz gut hin. Die Patties sind immer sehr, sehr saftig. Die sind sehr, sehr selten trocken. Und nochmal extra Käse. Darum haue ich jetzt rein. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder da und muss sagen, er ist einfach ein Tick geiler. Er schmeckt anders, weil halt mehr Beef da ist, aber du schmeckst den Käse viel, viel intensiver bei dem Modell, also bei der Größe, was ihn einfach besser macht. Er ist mächtig, das merkt man, er ist schon ein Brecher, also gerade wenn ich gerade in den anderen vorher schon gebissen habe. Und hier sollte man Hunger haben, wenn man sich den bestellt. Also der ist schon geil, der Double Beef ist aber dieses Mal für mich die bessere Version in der Beef-Version. Manchmal ist es ja andersrum, manchmal ist es mir auch zu viel. Aber hier mit dem Käse und allem drum und dran kommt der richtig gut, der kriegt 4,5 von 5. Also Double Beef, Barbecue Lover, richtig gut. Parallel, ich beiße jetzt mal direkt in den Veganen rein, also in das vegane Patty, weil ich jetzt einfach gerade den Beef-Geschmack habe, bevor ich jetzt in den Chicken beiße und mir hier noch weiter alles rumtropft. Also ich beiße mal schnell rein, das fällt schon wieder alles auseinander. Bis gleich. Ja, und da seid ihr auch wieder da und ja, besser als sonst, ich werde aber kein Fan von diesem Patty. Es ist einfach so. Also ich mag das vegane Chicken von Burger King Lima. Aber das authentischer schmeckt. Ich habe hier einen leichten Beigeschmack bei. Sonst schmeckt er auch nicht schlecht. Du hast halt alle Geschmäcker mit drin. Du schmeckst Barbecue, du schmeckst Käse, Jalapeno. Es ist alles da. Plus halt den Geschmack. Wenn ihr den Geschmack mögt von dem, ist der Burger für euch gut. Für mich persönlich ist er nichts. Und mir fehlt so ein bisschen noch dieses leicht herzhafte. Da fehlt nur so ein leichter herzhafter Touch. Hier geht das so ein bisschen unter. Den hat er einfach nicht. Darum kriegt der nur 3 von 5 Punkte. Weil da fehlt noch so ein bisschen das Herzhafte. Da ist das andere alles ein bisschen zu präsent. Aber wie gesagt, auch kein schlechter. Wenn ihr es mögt, nehmt den. Ohne Probleme. Und jetzt beißen wir noch in den Chicken. Und dann haben wir es geschafft. Und ich habe heute noch irgendwie 3000 Kalorien, die ich essen muss. Ist manchmal so krank. Naja, ich beiß rein. Bis gleich. Ja, und da seid ihr auch wieder da. Und hier sieht's aus. Hier liegen überall Röstzwiebeln und so Sachen rum. Chicken. Oh, da war aber viel Jalapeno gerade. Auch sehr lecker. Passt auch dazu, aber nicht so gut wie der Dammel, aber auch besser als der Plant. Also den würde ich auch 4 von 5 Punkte geben. Das Chicken passt auch schön dazu, wie gesagt. Nur die Panade nimmt natürlich so ein bisschen im Käse, finde ich, den Geschmack. Leider. Ich liebe das, wenn es so richtig schön käsig schmeckt. Ich fände es ja mal geil, wenn es unpaniertes Chicken wäre. Das fände ich auch mal richtig geil, wenn Burger King unpaniertes Chicken zubereiten würde. Einfach nur, um den Geschmack vom Hähnchen richtig schön scharf gegrillt oder auch durch diesen Flammkugel gegrillt durchgezogen. Das finde ich auch mal geil. Vielleicht kommt das ja mal in Zukunft. Aber der ist auch gut. Wie gesagt, auch 4 von 5 Punkte. Aber wie gesagt, das sind keine Mega-Highlight-Burger. Es sind aber leckere Burger. Und das ist ja meistens auch schon mal wichtig. Findet ihr ab sofort bei Burger King heute ab dem, was haben wir denn heute? Den 18. Ich muss gerade mal ein bisschen was trinken, sorry.
Das Gute ist, sie sind halt nicht trocken. Aber wie gesagt, ab dem 18. Es wird bald nochmal einen neuen Sparking geben. Die hier bleiben, glaube ich, jetzt bis April ungefähr vorhanden. Das ist also für euch schon mal zu wissen. Ja, und dann schauen wir mal, was der nächste Sparking ist, der dann kommt. Und dann, ja, lass uns mal wieder überraschen, was Burger King noch so dieses Jahr raushaut. Sie haben uns ja letztes Jahr ordentlich mit neuen Burgern versorgt. Was dieses Jahr eventuell negativ ist, denn vielleicht sind denen die Ideen ausgegangen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die überraschen uns noch mit einigen Neuheiten. Darum sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. Ich packe die jetzt erstmal wieder ein. Reinige erstmal mein Auto gefühlt, glaube ich, danach. Oder muss es aussaugen, um diese ganzen Röstzwiebeln, die hier verteilt sind, die hier rumliegen, wegzukriegen. Ihr wisst, was ich meine. Ich fahre jetzt nach Hause. Ihr seht morgen nochmal einen weiteren Burger-Test. Seid gespannt, was es da gibt. Und danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare, Abos und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.